Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Phoenix Wright Ace Attorney. Im letzten Part konnten wir schon die Aussagen von der Frau Vasquez auseinandernehmen, aber wir hatten keinen so wirklichen Beweis dafür, dass sie es getan hat und deswegen schien am Ende dann schon alles aussichtslos. Aber dann hat sich noch Edgeworth auf unsere Seite geschlagen und noch um eine weitere Aussage von der Frau Vasquez gebeten. Weil anscheinend ist es dann doch so, dass er halt jetzt dann eingesehen hat, dass sie es tatsächlich war, weil er da Edgeworth dann doch auch irgendwie ein Mensch mit Verstand ist. Obwohl er ja immer den Schuldspruch unbedingt halt erzwingen will, aber hier hat er es dann doch mal eingesehen. Und wir kriegen jetzt dann noch eine weitere Aussage, was nämlich nach dem Fund der Leiche passiert ist. Ich war mit Zahl und Oldberg, der Wachfrau, zusammen, als wir die Leiche fanden. Die Assistentin war auch da, nur Powers war nicht dabei. Ich rief sofort die Polizei, dann tauchte Powers auf. Die Wachfrau Oldberg war sehr aufgebracht. Sie zeigte auf WP und schrie, er war's. Ich bat darum, mich aus den Ermittlungen rauszuhalten. Ich ging zum Wohnwagen zurück, um das Skript und die Regieanweisung zu holen. Dann ging ich nach Hause. Okay, auch wieder einige Aussagen hier. Ich denke, diese Aussage hat nichts Neues hervorgebracht. Ja, warte doch mal. Herr Wright, ihr Kreuzverhör. Okay, Nick. Wir sind nah dran. Richtig nah. Sie wird jetzt wohl eine auf hart machen. Aber wenn du ihr ordentlich zusetzt, wird sie sich sicher verhaspeln. Finde den Schlüssel und bringe die Wahrheit aus ihr raus, Nick. Genau. Okay, die Wahrheit aus ihr herausbringen. Alles klar. So, ich werde erst wieder schön angreifen. Ich war mit Zahl und Oldberg der Wachfrau zusammen, als wir die Leiche fanden. Moment mal! Um wie viel Uhr war das? Wir wollten uns um 17 Uhr zur Probe treffen. Es muss also in etwa zu dieser Zeit gewesen sein. Wann genau kamen Herr Manella und Sie im Studio an? Ungefähr 10 Minuten zuvor. Ich habe allerdings keine Leichen in Kostüme gesteckt. Härter angreifen oder zögern? Naja, härter angreifen kann nie schaden. Wo waren die anderen Mitarbeiter, als sie zum Studio kamen? Sie waren noch nicht da. Nun? Dann hätten sie Hammer mit Salmonellas Hilfe in das Kostüm stecken können. Ach ja. Was habe ich denn gerade gesagt? Habe ich nicht eben gesagt, ich habe allerdings keine Leichen in Kostüme gesteckt? Sie sollten versuchen, den Leuten zuzuhören, die mit ihnen sprechen, Junge. Junge? Die Zeugin wird ihre Aussage fortsetzen. Okay. Die Assistentin war auch da, nur Powers war nicht dabei. Moment mal. Herr Powers hat ein Nickerchen gemacht, stimmt's? Das wissen wir ja schon. Das sagte er. Ist niemand zu ihm gegangen, um ihn zu holen? Erinnern Sie sich? Erinnern Sie sich? Woran? Direkt vor uns lag eine Leiche. Und Sie erwarten, dass ich die Ruhe bewahre? Als ich Sie des Mordes bezichtigt habe, waren Sie dafür erstaunlich ruhig. Das stimmt, ja. Kann ich jetzt irgendwie immer härter angreifen? Ja, warum nicht? Momentchen mal! Nicht Moment mal, Momentchen mal! Müsste das nicht andersherum sein? Andersrum. Sie entdeckten eine ermordete Person und eine weitere Person fehlte, oder? Würde man da nicht normalerweise zuerst nach der fehlenden Person suchen? Da muss ich der Verteidigung recht geben. Nun, Frau Vasquez? Logischerweise ja, vielleicht. Aber niemand dort dachte besonders logisch, das kann ich Ihnen versichern. Außerdem, ohne das D-Samurai-Kostüm sticht Powers nicht besonders hervor. Wir haben ihn bei Dreharbeiten auf dem Bus vergessen. Keinem fiel auf, dass er fehlte. Der Arme. Aber Powers, ja genau. Nun, damit dürfte das geklärt sein. Ja, geht so. Nun gut, Frau Vasquez, Sie dürfen vorfahren. Okay. Ich rief sofort die Polizei, dann tauchte Powers auf. Moment mal! Was machten all die anderen zu diesem Zeitpunkt? Keiner sagte etwas. Es war still. Absolut still. So standen wir da, bis Powers schließlich am Tatort erschien. Tut mir leid. Entschuldigt, dass ich zu spät komme. Dann Stille. Totenstille. Stille. Hey, Nick! Warum sind alle so ruhig? Wegen der Totenstille. Jemand sollte für ein bisschen Auflockerung sorgen. Okay. Aber da konnte ich jetzt nicht härter angreifen, das geht dann doch nicht bei jeder Aussage, hab ich auch gewundert. Die Wachfrau Oldberg war sehr aufgebracht. Sie zeigte auf WP und schrie, er war's. Moment mal! Oldberg, die Wachfrau. Warum dachte die Wachfrau, dass Powers es getan hätte? Sie sagte, weil sie gesehen hatte, wie er zum Studio ging. Richtig. Den Steel Samurai. Härter angreifen! Hat der Inspektor Powers nur wegen der Aussage der Wachfrau festgenommen? Vielleicht nicht. Sie hat dem Inspektor wohl dieses Foto gegeben.
Natürlich erfuhr ich all das erst später. Dieses Foto, also das Bild, das die Überwachungskamera gemacht hat. Sie ist dafür bekannt, dass ihr Urteilsvermögen beschränkt ist, wenn es um Hammer geht. Ich glaube, hier ist nichts Brauchbares zu holen. Okay, ja, bisher haben wir echt noch nicht so viel Tolles da jetzt rausbekommen aus der Aussage, muss man da dazugeben. Ich bat darum, mich aus den Ermittlungen herauszuhalten. Moment mal! Sie baten darum, aus den Ermittlungen rausgehalten zu werden? Ja. Anscheinend sind alle anderen befragt worden. Und mir macht das wirklich keinen Spaß. Aber sie können doch nicht entscheiden, wen die Polizei befragt und wen nicht. Zum Glück ist das Studio da anderer Auffassung. Netterweise war ihnen klar, dass wir in einem Meeting waren und deshalb unmöglich in den Mord verwickelt sein könnten. Also haben sie uns gedeckt. Wurden sie von ihnen gedeckt oder wurde was vertuscht? Es muss wohl um einiges gegangen sein, wenn so viele hohe Tiere dort waren. Ihre Experten haben wohl alle überzeugt, dass ihre Befragung unnötig ist. Okay, sehr interessant. Ich ging zum Wohnwagen zurück, um das Skript und die Regieanweisung zu holen. Moment mal! Das Skript und ihre Regieanweisung? Ja, die sind sehr wertvoll. Sie sollten doch nicht gestohlen werden. Nein, natürlich nicht. Härter angreifen, ja. Moment mal! Ich dachte, sie wären wegen einer Probe zu Studio 1 gegangen. Warum brachten sie das Skript und ihre Notizen nicht mit? Das ist ein gutes Argument. Nun, ich hatte den Eindruck, dass wir nichts proben könnten. Warum? Schließlich hatte es einen Mord gegeben. Wer hätte danach noch ans Proben denken können? Moment. Woher wusstest du schon von Studio 2 aus, dass es in Studio 1 angeblich laut deiner Aussage einen Mord gegeben hat? Das finde ich seltsam. Ach ja, nun verstehe. Nun gut, Frau Vasquez, fahren Sie bitte fort. Okay. Euer Ehren. Okay, hat's jetzt Edgeworth gecheckt oder wie? Ich erhebe Einspruch gegen die letzte Aussage. Hä? Denken Sie nach. Frau Vasquez hat gesagt, sie hatte das Skript nicht dabei, weil die Probe ausfiel. Verstehen Sie denn nicht, was das heißt? Sie hat von dem Mord gewusst, bevor sie zu Studio 1 ging. Na. Yay, Edgeworth, er hilft uns. Das ist echt cool. Ruhe, Ruhe. Herr Edgeworth. Was Sie gerade gesagt haben, ist eine vernünftige Feststellung. Aber es fällt mir schwer nachzuvollziehen, warum die Anklage so vorgeht. Oder denken Sie darüber nach, künftig als Verteidiger zu arbeiten? Ich weiß Ihre Bedenken zu schätzen, Euer Ehren. Ich stehe jedoch zu meiner Äußerung, egal wie das Gericht meine Rolle sieht. Nun, Frau Vasquez, haben Sie eine Erklärung? Ich kann nicht fassen, dass Edgeworth mir hilft. Das ist echt cool. Die Anklage steckt also mit der Verteidigung unter einer Decke. Welch ein Gericht. Nun, was soll's. Ich glaube, Sie haben mich missverstanden. Ich hatte einen guten Grund anzunehmen, dass die Probe ausfallen würde. Nun gut, die Zeugin wird ihre Aussage dahingehend ändern, dass sie diesen Grund nennt. Wir haben jetzt immer noch dauerhaft das Corner-Theme, okay. Hammer war verletzt und konnte keine Action-Szene drehen, deshalb ließ ich beides dort. Moment. Hammer war verletzt? Okay, die hat sich schon wieder verhaspelt. Moment mal! Woher wussten Sie von der Verletzung? Woher ich davon wusste? Saal. Er hat's mir gesagt. Saal, der Regisseur? Ja, der hat's tatsächlich gesehen, der war ja dabei bei der Probe in der Früh. Und da hat sich dann angeblich Hammer die Verletzung zugezogen, aber das glaube ich weniger. Du musst etwas finden, was du ihr anhängen kannst. Oder alles, was wir bisher getan haben, war umsonst. Ich glaube an dich, Nick. Mach sie fertig. Okay. Ich habe mit Saal und Oldpack der Waffrau. Okay, jetzt mal wieder einmal durch. Also die letzte Aussage ist wieder die interessanteste. So. Hammer war verletzt und konnte keine Action-Szene drehen, deshalb ließ ich beides dort. Das finde ich sehr auffällig, wie gesagt. Denn es war gar nicht Hammer. So, es waren nämlich Powers, aber sie dachte es natürlich nur. Auf jeden Fall, weil halt er hier im Steel Samurai-Kostüm war. So, er schleift ein Bein, genau. Genau, das hat ja auf jeden Fall hier der Hammer nur deswegen gemacht, weil er halt so wirken wollte wie der Powers. Und das wusste sie aber natürlich sie nicht. Und sie hat halt nur gesehen, wie er halt das Bein in sich hergezogen hat. Deswegen dachte sie, er hatte tatsächlich einen verstauchten Knöchel, aber hatte er gar nicht. Und deswegen ist das dann der Fehler hier, oder der Widerspruch. Einspruch! Sie wussten, dass Hammer verletzt war? Meinen Sie nicht, dass das etwas seltsam ist? Ich dachte, dass es der Steel Samurai war, der sich verletzt hatte. Es war Will Powers. Was?
Herr Wright, erklären Sie das. Ja, Herr Hammer zieht auf diesen Foto sein Bein nach. Aber das hat er gemacht, weil er Herr Powers imitierte. Imitierte? Eine Person hat sich beim Üben am Morgen verletzt. Diese Person war Herr Powers und nicht Herr Hammer. Warum glauben Sie also, dass Hammer verletzt war? Ich habe doch schon gesagt, dass Salis mir erzählt hat. So war's. Er muss das verwechselt haben. Das glaube ich nicht. Herr Manella war ja bei der Probe am Morgen dabei. Er hätte gewusst, dass Powers sich verletzt hat, denn er hat es selbst gesehen. Warum sollte er ihn die falsche Person nennen? Frau Vasquez? Sie verstanden Manella falsch? Oder sie sah einfach Hammer hinken? Genau. In Wahrheit haben Sie von Herrn Manella gar nichts darüber erfahren. Sie haben Herr Hammer selbst hinken gesehen. Ja, aber... Es war aber doch Herr Powers, der verletzt war. Ja, aber erinnern Sie sich mal. Herr Hammer zog sein Bein auch nach. Er hat Herr Powers nachgeahmt. Aha, hat das auch wieder gecheckt, der Richter, 2 Minuten später. Und wann hat er das getan? Nun, wohl nachdem er sich das Kostüm des Steel Samurai angezogen hatte und sich auf den Weg zu Studio 2 machte, wo er ermordet wurde. Exakt. Frau Vasquez, Sie sind ihm begegnet, stimmt's? Sie sahen den Steel Samurai hinken. Und Herr Hammer hat in dem Anzug des Steel Samurai gesteckt. Deswegen verwechselten Sie das. Deswegen dachten Sie, dass Herr Hammer sich am Morgen verletzt hätte. Sehr schön. Ruhe, Ruhe, Ruhe im Gerichtssaal. Zeugin. Können Sie diese Anschuldigung widerlegen? Oh, rastet jetzt auch aus? Ja, wir wollen sehen, wie Sie sich da wieder rauswinden, Vasquez. Nee, sie bleibt ruhig. Nun gut. Ich habe eine Frage an Sie. Schluck. Warum sind die Warnmörder immer so hartnäckig? Warum zur Hölle sollte ich den Tod von Herr Hammer wünschen? Ja, das Motiv, da haben wir noch nicht so ganz eine Ahnung. Er musste zwar harte Zeiten durchmachen, aber er war ein Star. Ich hatte überhaupt keinen Vorteil durch seinen Tod. Nicht den geringsten Vorteil. Ja, Sie brauchen ein Motiv. Warum hätte sie das Opfer umbringen sollen? Wenn es da einen Grund gibt, ist er dem Gericht unklar. Kann die Verteidigung irgendwas dazu anführen? Anders ausgedrückt, haben Sie einen Beweis dafür, dass sie ein Motiv hatte? Oh Gott, habe ich da einen Beweis? Lass mal kurz gucken, was wir so alles nochmal haben. So, das Foto, Übersichtsplan, der Speer, der Affe, Weg zum Ruhm und Kameras. Brauche ich, glaube ich, alles nicht. Wenn, dann eins von diesen Dingern hier. Das Foto... Vielleicht irgendwie? Haben Sie einen Beweis dafür, dass sie ein Motiv hat? Aber ich meine, ich habe keine Ahnung, das Foto ist ja auch nicht wirklich ein Beweis dafür, dass sie ein Motiv hat oder so, weil ja da ein Unfall passiert ist, wo ja eigentlich der Hammer schuld, weil sie ja sogar den Hammer dadurch ein bisschen geschützt dann quasi. Oder so. Schlaftabletten, Steakteller? Man. Ich weiß es nicht genau, ob ich es beweisen kann. Ehrlich gesagt. Ja, ich bin mir jetzt nicht sicher, was ich jetzt antworten soll. Ich meine, das Gute ist auch, dass ich jetzt hier keinen Fehler machen kann. Vielleicht wäre es sogar besser, wenn ich jetzt sage, dass ich es nicht beweisen kann. Da ich halt wirklich keine Ahnung habe, was ich beweisen soll und da auch Phoenix bisher so wirkte, als hätte er keinen Fall, was ihr Motiv denn sein könnte. Ja, ich sage jetzt mal, ich kann es nicht beweisen. Ich meine, das Problem ist, wenn ich jetzt das antworte. Wenn ich danach dann vielleicht gleich etwas vorzeigen, oder nicht vielleicht, wenn ich definitiv etwas vorzeigen müssen, was ich aber vielleicht gar nicht kann, und dann werde ich da automatisch quasi einen Fehler machen müssen, quasi. Und deswegen, ich sag da mal, ich kann es nicht beweisen. Was aber auch blöd ist, ne? Ich sag's mal trotzdem. Nick, na, okay. Wenn du sagst, dass du es nicht beweisen kannst, gibst du eine Niederlage zu. Okay, danke, Maya. Sie wird davon kommen. Aber welchen Beweis könnte ich denn haben? Ist mir egal, ob es unmöglich ist. Du musst jetzt kämpfen. Okay. Okay. Ich habe einen Beweis. Okay, ist völlig egal, was ich antworte. Alles klar. Danke, Maya. Ich habe einen Beweis und ich werde ihn vorlegen. Ich lege dem Gericht einen Beweis für das Motiv von Frau Vasquez vor. Toll. Und welchen? Ja, am ehesten noch das Bild, weil da noch vielleicht irgendwie etwas drauf ist oder halt da noch die Geschichte noch ein bisschen weitergeht und ich das noch gar nicht alles verstehe, was da eigentlich damals vor 5 Jahren passiert ist. Aber am ehesten hat es halt irgendwas damit zu tun, dass sich halt vor diesen 5 Jahren dann die Vasquez und auch der Hammer stark geändert haben, quasi. Ja, das ist dann noch am ehesten dann. Ja.
Ich weiß aber nicht genau. Aber ich meine, ich konnte ja auch keine Fehler machen, deswegen, es passt schon. Das ist mein Beweis. Das ist das Foto von eben. Okay, ist richtig. Dieses Foto enthüllt das Motiv für diesen Mord. Okay. Stimmt doch, Frau Vasquez. Okay, ich check's nicht, ehrlich gesagt. Vor 5 Jahren war Herr Hammer auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Mit der Hilfe von De Vasquez wurde ein schrecklicher Unfall unter den Teppich gekehrt. Sehr geehrte Damen und Herren, der aktuell verhandelte Fall begann genau an diesem Tag vor 5 Jahren. Ironischerweise ging dieser Unfall dem Ende von Herr Hammer voraus. Seinem Ende als Berühmtheit. Seine Schuld hat ihm sicherlich zugesetzt. Wie auch immer. Sie, De Vasquez, nutzten Herr Hammer aus. Sie zahlten ihm gerade mal einen Hungerlohn. Hm. Was uns zur Gegenwart bringt und zu Herr Hammers letzter Rolle als böser Richter. Genau, das war zweifellos ein Grund für den Ex-Star, sich ständig zu schämen. Hm. Moment mal, Herr Wright. Wir sprechen von Motiven, aber Sie haben bisher nur von Herr Hammer gesprochen. Man könnte fast den Eindruck gewinnen, Herr Hammer hätte De Vasquez umgebracht und nicht umgekehrt. Okay. Welches Motiv hätte Frau Vasquez haben können? Ja, das stimmt. Nach allem, was Sie gesagt haben, hätte ich keinen Grund gehabt, Hammer zu töten. Er war eine Einkommensquelle für mich. Und ich entledige mich niemals nützlicher Männer. Das ist eins meiner Prinzipien. Herr Wright, würden Sie uns bitte das Mordmotiv von Frau Vasquez darlegen? Beweis offenlegen oder sie hatte kein Motiv? Sie hatte kein Motiv? Okay, ja, ich meine, vielleicht ist es sogar so, dass es dann dieser aktuelle Fall hier quasi auch nur ein Unfall war? Kann das vielleicht sein? Warte mal kurz. Achso, okay, mir fällt gerade etwas ein. Okay, ich glaube, ich habe es verstanden. Das würde nämlich auch Sinn machen, warum gerade eben Phoenix dann das Bild präsentiert hat. Okay, weil der Hammer wurde da jetzt die 5 Jahre lang ewig lang erpresst und der war jetzt dann kein so toller Star mehr, weil halt die Vasquez dafür gesorgt hat, dass es nicht an die Öffentlichkeit gerät, dass da vor 5 Jahren dieser Unfall passiert ist. So, und der Hammer hatte aber dann da halt irgendwann einfach keinen Bock mehr drauf und er wollte dann die Frau Vasquez umbringen. Aha, okay. Und deswegen hat er sich nämlich dann das D-Samurai-Kostüm angezogen, um es dann vielleicht dem Power an die Schuhe zu schieben oder um halt dann verdeckter zu sein oder sowas. Keine Ahnung, okay. Da haben wir jetzt auch endlich mal mit dieser Theorie, die vielleicht stimmen könnte, keine Ahnung, haben wir dann auch endlich mal einen Grund dafür gefunden, warum denn der Hammer sich das Kostüm geholt hat. Weil das haben wir bisher immer noch nicht wirklich herausgefunden, warum er das eigentlich gemacht hat. Aber jetzt wissen wir es dadurch, weil er wollte dann nämlich damit dann halt zu Studio 2 rübergehen, wo er wusste, dass da die Vasquez war, und dann wollte er sie umbringen. Und dann ist er halt dabei dann irgendwie was passiert, wo er sie halt umbringen wollte, weiß nicht genau, hat er dann sie verteidigt oder so und dann hat sie ihn halt da dann auf den Speer da gestoßen. Oder auf den Zaun da. Das könnte vielleicht sein. Dann sag ich mal, sie hatte kein Motiv. Sie hatte kein Motiv, euer Ehren. Was soll denn das jetzt? Herr Hammer war derjenige, der Blut vergießen wollte. Aha. Frau Vasquez stieß ihn nur in Notwehr die Treppe runter. Okay, nice. Was soll denn das jetzt? Es ist ganz einfach. Herr Hammer hatte die Absicht, Frau Vasquez zu töten. Was? Okay, habe ich dann anscheinend durchschaut. Und wie gesagt, haben wir jetzt dann endlich mal auch einen Grund dafür gefunden, weil das war halt immer noch diese verdammte offene Frage, die wir nie klären konnten. Aber das würde ja auch erklären, warum er denn sich das Kostüm angezogen hat. Okay, euer Ehren. Jack Hammer setzte Herr Powers mit Schlaftabletten außer Gefecht. Jack Hammer schlich sich in die Umkleide und stahl das Kostüm des D-Samurai. Jack Hammer trug das Kostüm, um der Wachfrau vorzugaukeln, dass er Powers sei. Dann machte sich Jack Hammer auf den Weg zum Wohnwagen. Und aus welchem Grund, fragen Sie sich? Um De Vasquez zu töten, die ihn all die Jahre so schamlos ausgenutzt hatte. Und sie rastet aus, aber okay, bei weitem nicht so spektakulär wie die anderen. Sie haben es also doch getan. Geben Sie es zu. Und sie guckt ganz friedlich sogar. Ja. Ich bekenne mich schuldig. Ich hab's getan. Kann jemand den Notarzt rufen? Da ist überall Blut. Wir kommen zu spät. Ah, Frau Vasquez? Was? Was ist hier passiert? Manuel ist die Treppe des Wohnwagens heruntergestürzt.
Manuel! Manuel! Frau Vasquez, versuchen Sie bitte Ruhe zu bewahren. Nein! Nein! Wie konnte das... Das war ein Unfall. Herr Hemmer hatte eine Actionszene gedreht und... Nein! Manuel! Manuel! Fassen Sie ihn nicht an! Frau Vasquez! Nein! Oh Gott, ganz ruhig. Bitte, bitte stirb nicht! Bitte! Glückwunsch, Herr Wright. Okay, wird jetzt noch was dazu gesagt? Ich meine, vielleicht war es so, dass halt die Vasquez und dieser Manuel, der da gestorben ist, dass die sie irgendwie auch nahe standen oder so. Keine Ahnung. Ich verliere. Schon wieder. Und auf einmal ist sie ganz nett. Okay. Herr Edgeworth, wo ist die Vasquez? Im Wartezimmer, euer Ehren. Ruhig und gefasst wie immer. Ich verstehe. Herr Wright? Ja, euer Ehren? Scheint so, als hätten sie erneut ein Wunder vollbracht. Vielen Dank, euer Ehren. Ich glaube nicht, oder Blödsinn, ich glaube nicht, euer Ehren. Will Powers war unschuldig. Dass das ans Licht kam, ist ganz natürlich und kein Wunder. Ja, da haben sie recht. Nun gut, dieses Gericht befindet den Angeklagten Will Powers für... nicht schuldig. Yay! Und sogar auch wieder ohne Fehler hier, komplett, im dritten Fall. Ziemlich cool. Das ist alles. Die Verhandlung ist geschlossen. Okay. 20. Oktober, 13.12 Uhr, Bezirksgericht, Angeklagtenzimmer Nummer 3. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Vielen, vielen Dank. Ich bin nur froh, dass es Ihnen gut geht. Ja, aber es ist so traurig. Ich weiß jetzt, dass Herr Hemmer mein Kostüm gestohlen hat. Schlimm genug, dass er Frau Vasquez töten wollte. Aber mir vorzustellen, dass er mir den Mord anhängen wollte, ja, das ist nicht so ganz die feine Englische, stimmt. Das macht mich sehr traurig. Sagen Sie mir, warum, Herr Wright? Sagen Sie es mir. Warum wollte Herr Hemmer mir die Schuld in die Schuhe schieben? Oh nee. Okay, jetzt kommt wieder so ein Quatsch auch. Er hat ja auch schon geschrieben, dass es eben häufiger mal so ist, dass der zweite Fall eine Ausnahme war, weil ich ja dort beim zweiten Fall am Ende nichts mehr präsentieren konnte. Aber hier kann ich wieder was präsentieren, um dann wieder ein extra Gespräch zu kriegen, quasi. Okay, lass mal kurz überlegen. Habe ich einen Beweis dafür? Herr Hemmer, warum wollte es Herr Hemmer ihm in die Schule schieben? Okay, ich meine, vielleicht hatte er ja doch aus irgendwelchen Gründen gute Absichten. Oder so. Aber wie kann ich denn das hier... Ich werde mal einfach sagen, dass ich einen habe. Aber ich weiß noch nicht welchen, ehrlich gesagt. Ich glaube, das ist es. Herr Hemmer wollte ihm die Schuld in die Schuhe schieben, weil... Ach, scheiße, hey. Ich hab doch keine Ahnung. Okay. Hemmer wollte ihm die Schuhe in die Schuhe schieben. Ich will es mal einfach annehmen, dass wir halt noch so ein bisschen ein Happy End so ein bisschen haben. Würde es eigentlich mehr Sinn machen, wenn er halt noch irgendwie gute Absichten gehabt hätte. Lass mal kurz gucken, Weg zum Ruhm. Er enthält Fotos jedes Sieges aus jedem Kampf, den das Steel Samurai gewonnen hat. Vielleicht ist sogar das hier so irgendwie... Ja, das wäre aber auch komisch, ne? Weil ich meine, dass halt von der Überwachungskamera ein Foto von ihm gemacht wurde, quasi vom Steel Samurai, und weil der Hemmer ja dachte, dass er es schon schaffen wird, die Frau Vasquez umzubringen. Aber das ist schon sehr weit hergeholt, finde ich. Macht irgendwie nicht so wirklich viel Sinn, finde ich. Was habe ich ja noch? Dann das Foto halt. Zeigt einen Unfall mit Jack Hemmer. Ja. Hemmer wollte ihm die Schuld in die Schuhe schieben, weil... Ich glaube, ich werde das wieder nicht hinkriegen. Ehrlich gesagt, und dann das nochmal euch irgendwie reinschneiden müssen oder so. Weil ich es dann schon noch zeigen will. Aber ich glaube, ich kriege das jetzt nicht ganz hin. Die Schlaftabletten, Steakteller... Nee, das macht alles keinen Sinn. Ich meine, am ehesten ist einfach nochmal das Foto. Oder halt vielleicht dann doch der Weg zum Nürnberger Ruhm. Das ist, glaube ich, wie gesagt, weniger. Aber ich meine, ich habe keine wirkliche Erklärung dafür, warum es denn das Foto sein könnte. Lass mal ganz kurz überlegen. Weil ich das schon ganz gerne, wenn es geht, hinkriegen wollen würde. Hermann wollte ihnen die Schuld in die Schuhe schieben, weil... Wegen dem Unfall. Macht das irgendwie Sinn? Nee, es macht eigentlich keinen Sinn. Sollen wir doch einfach das hier nehmen oder so? Ich nehme einfach das hier, weil ich jetzt keine Ahnung habe. Ich werde dann mal, wenn ich das noch dann zum zweiten Mal mache, dann das Foto machen, weil das am meisten Sinn macht. Oder ist vielleicht das Foto hier aus irgendwelchen Gründen? Ne, eigentlich nicht. Ich nehme einfach das hier, aber ich weiß nicht genau wieso, ehrlich gesagt. Ist auch wieder blöd, ne? Ich habe keine Ahnung. Nimm das! Es liegt daran, dass sie der Steel Samurai waren. Okay, das war wichtig. Weil ich der Steel Samurai war? Herr Hemmer war einmal ein großer Star. Aber dann wurde er erniedrigt, in einer Kinderserie nur noch den Bösewicht zu spielen. Die Kids lieben den Steel Samurai.
darum hat er sie gehasst. Ich glaube, jetzt habe ich's verstanden. Achso, nee, okay, er hatte doch keine guten Absichten. Achso, okay. Na gut, er hätte es mir einfach sagen können. Ich hätte jederzeit mit ihm getauscht. Ich glaube, darum ging es ihm nicht. Danke. Achso, okay. Ja, da habe ich jetzt das falsch eingeschätzt. Ich dachte eben, dass wir noch ein Happy End haben, dass er noch irgendwie einen guten Grund hätte dafür. Aber nee, er hat wirklich den Will Powers total gehasst. Dann deswegen. Kann ich auch verstehen, natürlich ein bisschen schon. Aber ich dachte, wir würden hier noch irgendwie ein freundlicheres Ende finden. Aber na gut, was soll's. Ich bin nur froh, dass es vorbei ist. Ich auch. Ich auch. Glückwunsch, WP! Oh, dank Ihnen kann ich das Kostüm des D-Samurai doch nochmal tragen. Ich kann es kaum erwarten, dieses verschwitzte Kostüm wieder überzustreifen und... Stimmt etwas nicht? Nein! Alles in Ordnung. Na! Nick! Edgeworth! Oh Gott, warum schaut er so grimmig? Ganz ruhig. Sagen Sie etwas, Wright. Smalltalk liebt mir nicht so. Hä? Was? Schönes Wetter. Es tut mir ehrlich leid für Sie, Edgeworth. Sie kommen gleich zur Sache mit der Schadenfreude, was? ich wollte Ihnen aufrichtig danken. Vasquez wäre davon gekommen, wenn Sie nicht eingeschritten wären. Schön Sie kennenzulernen. Ich bin Powers, Schnief. Edgeworth. Ich bin ein großer Fan Ihrer Arbeit, Herr Powers. Du bist auch ein Fan? Lügner! Right. Ich muss schon sagen, ich hätte nicht erwartet, Sie nach all den Jahren wiederzusehen. Wiederzusehen? Okay, haben die gemeinsam studiert oder sowas? Irgendwie? Wie auch immer. Im Nachhinein wäre es wohl besser gewesen, wir hätten uns nicht wiedergesehen. Wegen Ihnen muss ich mich mit unnötigen Gefühlen belasten. Okay. Unnötige Gefühle? Ja. Unbehagen und Unsicherheit. Oh, Edgeworth ist echt cool. Aber sind die nicht irgendwie auch wichtig? Mir sind sie nur im Weg. Hören Sie mir zu, Phoenix Wright. Kommen Sie mir nicht noch einmal in die Quere. Na, ich habe das Gefühl, dass unfreiwillig im nächsten Fall du auch wieder mein Gegner sein wirst, schätze ich mal. Das wollte ich Ihnen nur gesagt haben. Okay, ja, ich mag Edgeworth immer mehr. Muss ich wirklich zugeben, haben ja auch schon viele von euch gesagt, dass sie halt Edgeworth total mögen. Was ich wirklich dann so beim zweiten Fall noch nicht wirklich nachvollziehen konnte, weil beim zweiten Fall noch ein totaler Arsch war. Aber jetzt hier seine Veränderung, seine Wandlung im dritten Fall finde ich wirklich super. Herr Wright, ist dieser Typ Ihr Freund? Was? Freunde? Wohl kaum. Sie sind Rivalen. Rivalen, stimmt doch, Nick. Zurzeit schon, denke ich. Hä? Warum habe ich das Gefühl, etwas verpasst zu haben? Sag schon, Nick, was ist da los zwischen dir und Edgeworth? Und so fällt der Vorhang nach einer weiteren Verhandlung. Willst du mir jetzt nicht verraten, oder wie? Die Enthüllung des Unfalls von vor 5 Jahren hat ganz schön Unruhe gestiftet. Das war in aller Munde. Glücklicherweise haben die Global Studios die Änderung des Programms überdacht. Sie drehen wieder Kinderserien. Ah, und zwar die Rosa Prinzessin. Okay, ist da jetzt Maya in der Hauptrolle dann auch, oder wie? Oder haben sie das eine andere Schauspielerin dann? Keine Ahnung. Nick, das ist es. Die neue Serie startet heute. Die schauen wir uns doch zusammen an, oder? Ich gebe zu, ich war etwas überrascht. Ich hatte nicht gedacht, dass sie das durchziehen würden. Du musst auch Sammelkarten kaufen, okay? Die tauschen wir dann mit Cody und der Assistentin. Okay, mach ich. Findest du es nicht super, dass WP wieder die Hauptrolle spielt? Okay, ist WP die rosa Prinzessin? Oder wie? Ich frage mich, ob sein wahres Gesicht diesmal gezeigt wird. Ich weiß ja nicht. Ich glaube, die Welt ist noch nicht für den echten Will Powers bereit. Okay, und Ende. Sehr interessantes Ende. Aber auch ganz cool. So, und jetzt kann ich ja speichern. Okay, alles klar. Gut, damit haben wir also dann die ersten 3 Episoden schon abgeschlossen. Das kann man auch dann hier übrigens noch das Endbild dann schon angucken. Genau, mit dann den ganzen lustigen Charakteren, die wir hier so getroffen haben. Sehr schön. Und dann hier bei der 4. Episode habe ich ja eh noch kein Spoilerbild, weil, wie gesagt, das Spiel habe ich ja mir geliehen, oder nicht geliehen, aber halt Gebrauch gekauft. Das ist die richtige Bezeichnung dafür. Und der Vorbesitzer hat anscheinend die Episode 4 noch nicht abgeschlossen. Deswegen ist ja noch dann der Standardhintergrund mit dem Gericht einfach. Deswegen kann ich dann noch hier bleiben und muss dann keine Angst haben, mich spoilern zu lassen oder sowas. Deswegen, das passt alles. Gut.
Aber ja, dann würde ich erstmal sagen, Leute, haben wir jetzt perfekt die halbe Stunde erreicht. Was denn hier für diesen Part von Let's Play Phoenix Wright Ace Attorney? Beim nächsten Mal geht es dann auch gleich direkt los mit der 4. Episode Adieu und Wandel. Und mal gucken, was dann da so erwarten wird, kann ich jetzt noch nicht wirklich viel daraus deuten. Adieu und Wandel irgendwie, vor allem, weil ja auch, habt ihr mir auch schon geschrieben, weil der Wandel auch überall immer vorkommt. Genau, weil es ja auch so ein bisschen, halt hier so ein bisschen der Running Gag quasi ist, dass Phoenix immer irgendwann so einen Moment hat im Gericht, wo er halt dann alles auf den Kopf stellt und halt dann da sich wirklich halt der komplette Fall halt dann wandeln wird. Und was aber mit Adieu gemeint ist, keine Ahnung, wird sich dann im nächsten Part schon noch zeigen. Okay. Auf jeden Fall würde ich mich dann noch sehr über einen Daumen hoch, einen Kommentar oder auch ein Abo freuen und hoffentlich werden wir uns dann bei neuen Videos wiedersehen. Gut, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.